In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man ein elektrisches Netzwerk, als Beispiel soll hier mal das Netzwerk aus der Aufgabe 116 liegen, mithilfe des Netzwerksimulators LTSPICE im Frequenzbereich simuliert und berechnet. Diesen Netzwerksimulator kann man unter www.linear.com runterladen. Gibt es auf der rechten Seite einen Link, Download LTSPICE, und da findet man dann eine neuere Version ab Windows 7 und eine etwas ältere Version. Ich benutze jetzt hier in diesem Video noch die ältere Version, die aber funktional keinen Unterschied macht. Bevor man jetzt anfängt, dieses Netzwerk in LTSPICE nachzubauen, sollte man das am besten erstmal von Hand berechnen, um so eine Idee für die Lösung zu bekommen. Dazu wandelt man diese Quellspannung als Zeitfunktion hier idealerweise erstmal in Zeiger um, zum Beispiel in ruhende Spitzenwertzeiger. Dann wird aus der ersten Quellspannung ein Zeiger von 250 Volt mal E hoch J 90 Grad und aus der zweiten Quellspannung dementsprechend ein Zeiger von einfach den 108,27 Volt. So, und wenn man dann die Ströme berechnet, dann ist ja hier oben erstmal zunächst nur dieser Strom gesucht. Dann erhält man für diesen Strom einen entsprechenden ruhenden Spitzenwertzeiger von 10 Ampere mal E hoch minus J 9,5 Grad. Für den Strom I2 hier einen entsprechenden Zeiger von 15,1 Ampere mal E hoch J mit einem Phasenwinkel von 11,3 Grad. Und für den Strom I1 hiervon einen entsprechenden Zeiger I1 von 6,74 Ampere mal E hoch J 137 Grad. Um jetzt zu überprüfen, ob diese Lösung richtig ist, ist es natürlich von Hand jetzt ein bisschen schwierig, damit weiterzurechnen. Man kann sich jetzt relativ einfach behelfen, indem man das mal in einem Zeigerbild versucht aufzuzeichnen. Den größten Strom, den wir darstellen müssen, sind die 15 Ampere. Wenn ich jetzt mal anfange, diesen hier zu zeichnen, muss ich also, naja, vielleicht ungefähr so viel Platz hier aufwenden. 6 Ampere und ein Winkel von 137 Grad. Moment, hier muss noch ein Minus hin. Also minus 137 Grad, wenn das hier mal die reelle Achse sein soll und das die imaginäre Achse nach oben, der Realteil der komplexen Zahlen und der Imaginärteil der komplexen Zahlen. Dann wäre ein minus 137 Grad ungefähr so hier und der Zeiger 6 Ampere würde dann ungefähr so lang sein. Also das ist mal der Zeiger I1 ohne Spitzenwertzeiger. Dann geht es weiter mit dem Strom I2. 11,3 Grad nach oben, also ein bisschen nach oben und 15 lang. Also ungefähr doppelt so lang wie das. Und diese beiden Ströme I1 und I2 zusammen sollen ja den Strom I3 ergeben. Laut dem Knotensatz an diesem Knoten hier oben. Also zeichne ich jetzt mal den Strom I2 gleich an den Strom I1 dran. So ein bisschen gegenüber der reellen Achse nach oben und dann halt ungefähr doppelt so lang wie das. Könnte ungefähr so aussehen. Das wäre jetzt der Strom I2 als ruhender Spitzenwertzeiger. Und die beiden zusammen sollen jetzt genau diesen Strom I3 hier ergeben, der also leicht nach unten geht und dann, naja, zwei Drittel so lang ist wie das oder halt ungefähr auch doppelt so lang wie das. Dann wäre das der Strom I3 als ruhender Spitzenwertzeiger. So, jetzt fließt ja dieser rote Strom durch diesen Widerstand und macht dementsprechend eine Spannung von 6 Ampere mal 10 Ohm, macht halt 67 Volt. 67 Volt male ich jetzt mal ungefähr so lang und da das natürlich ein Widerstand ist, zeigt die Spannung in die gleiche Richtung. Also das ist die Spannung UR als Zeiger.
dann können wir genauso uns auch überlegen, dieser Strom fließt ja durch diese Kapazität, dafür nehme ich mal wieder blau, und die Spannung an der Kapazität hat ja einen Phasenwinkel von minus 90 Grad gegenüber dem Strom, also gegenüber diesem Strom minus 90 Grad hier nach unten, muss erstmal die Richtung sein. Und dann 15,1 Ampere mal 20 Ohm macht eben 302 Volt. Das heißt, ungefähr fünfmal so lang wie das muss das jetzt werden. Das ist ganz schön weit nach hier unten. Das ist jetzt die Spannung UC als runder Spitzenwertzeiger. Und genauso kann man sich jetzt noch überlegen, dieser Strom fließt ja durch diese Induktivität. 10 Ampere mal 30 Ohm macht 300 Volt als Amplitude und der Phasenwinkel ist dann 90 Grad gegenüber diesem versetzt, also 90 Grad hier so nach oben und auch ungefähr so lang wie das UC. Das könnte dann ungefähr so aussehen. Das ist jetzt die Spannung UL. So, und jetzt können wir uns noch ein paar Maschensätze anschauen in diesem Netzwerk. Und zwar muss die Spannung UR, diese Spannung hier, als Zeiger und die grüne Spannung UL, die müssen ja zusammen wieder genauso groß sein wie die Spannung UQ1 hier. Das heißt, wenn ich jetzt die rote Spannung genau hier oben dran zeichne, also genauso lang wie die ist, in genau demselben Winkel hier oben dran, das ist das UR, dann sollten UL und UR, also, oder UR und UL, UR und UL genauso groß sein wie das UQ1. Das heißt, das hier hoch sollte UQ1 ergeben. Als runder Spitzenwertzeiger, dann können wir gucken, wenn das hier 300 sind, dann sind das hier ungefähr 250 mit einem Winkel von 90 Grad, das passt. Und genauso, wenn wir jetzt an das UL das UC dran zeichnen, also genau auch in dieser Länge und in diesem Winkel, das hier oben dran, dann, das ist also das UC, dann sollten UL und UC zusammen genau UQ2 ergeben. Und das ist dann dementsprechend hier das UQ2. Und dann können wir gucken, UQ2 sind 108 Volt. Also wenn das 300 sind, könnten das ungefähr 108 sein mit einem Phasenwinkel von 0 Grad genau auf der reellen Achse. Also passt das. Mithilfe dieses Zeigerbildes hier kann man recht schnell und recht schlank prüfen, ob alle Knotensätze und alle Maschensätze und alle Stromspannungsbeziehungen in diesem Netzwerk gelten. Und wenn das so ist, dann hat man hier die richtige Lösung gefunden. So, jetzt kann man sich darauf stürzen, das mal in dem LTSpice zu machen. Dazu muss man hier ein neues Schaltbild anlegen und jetzt natürlich erstmal die ganzen Bauelemente sich suchen. Die findet man hier unter Edit, finden wir einen Widerstand. Jetzt könnte man denken, dass es relativ egal ist, wie man diesen Widerstand hier platziert. Ist es nicht, weil am Ende natürlich man die Stromrichtung richtig haben möchte. Und die Stromrichtung zeigt ja hier drüben nach oben. Jetzt ist hier eine Stromrichtung nicht so richtig angezeigt, aber wenn man mit Steuerung R auf der Tastatur das dreht und die Beschriftung sozusagen von diesem Widerstand auf der linken Seite ist, dann zeigt die Stromrichtung nach oben. Das muss man so ein bisschen wissen. So, dann findet man genauso die Kapazität. Auch hier drehe ich die zweimal mit Steuerung R, dass die Beschriftung auf der linken Seite ist und der Strom nach oben zeigt. Und genauso findet man die Induktivität. Die lasse ich jetzt so, dass die Beschriftung auf der rechten Seite ist. Dann zeigt der Strom nämlich genau wie in unserem Schaltbild nach unten. Jetzt braucht man natürlich noch zwei Quellen. Kann man hier gucken, die findet man hier nicht so einfach. Da müssen wir jetzt mal auf Component klicken und dann gibt es hier unter Voltage eine Spannungsquelle. Dafür brauchen wir zwei Stück, UQ1 und UQ2.
dann muss man im nächsten Schritt die Baulimite miteinander verdrahten. Dazu gibt es dieses Wire-Tool. Jetzt kann man einfach das alles miteinander verbinden. Und mit Escape kann man das Wire-Tool wieder abschalten. Jetzt müsste man sich im nächsten Schritt natürlich überlegen, welche Werte gibt man diesen Bauelementen. Und für den Widerstand ist das recht einfach. Hier steht halt 10 Ohm. Also tippen wir hier mal ein, mit der anderen Maustaste draufklicken und sagen, das sind 10 Ohm. Für diese Kapazität steht jetzt hier nur der Blindwiderstand da. Und jetzt ist es halt die Frage, was machen wir mit dieser Kreisfrequenz, mit diesem Omega? Und zwar könnten wir da jetzt natürlich mal annehmen, dass das Omega einfach 1 ist, weil wenn das Omega 1 ist, dann können wir das hier sozusagen weglassen und können hier an der Stelle für das L einfach gleich 30 Ohm eintippen und für das, nicht für das C, sondern für das 1 durch C eben 20 bzw. für C 1/20 eingeben. Also nehmen wir mal an, hier ist ja auch keine Frequenz gegeben, dass diese Kreisfrequenz einfach 1 ist. Dann kann man hier für das L dementsprechend einfach 30 eintippern und für das C 1 durch 20. Und dieses 1 durch 20 wird er jetzt nicht so direkt akzeptieren und das nicht auswerten. Da kann man ihn zu überreden, indem man das einfach in geschweifte Klammern setzt. Und diesen Ausdruck in geschweiften Klammern, der wird jetzt halt ausgerechnet und benutzt. So, dann ist der nächste Schritt, über diese Quellen hier mal nachzudenken. Auch da kann man mit der anderen Maustaste draufklicken und kann hier einen DC-Wert, also einen Gleichspannungswert eingeben. Den wollen wir jetzt natürlich nicht haben. Wir wollen ja, dass das sinusförmig ist. Also klicken wir mal hier auf Advanced. Und jetzt sieht man, dass man hier drüben Funktionen einstellen kann und dass hier auch sowas wie Sinus kommt und man hier auch eine Frequenz und wahrscheinlich sowas wie einen Phasenwinkel und so weiter einstellen kann. Das wäre jetzt aber das grundlegend Falscheste, was man tun kann, hier diese Sinusfunktion zu benutzen, weil diese Funktionen sind dafür da, dass man im Zeitbereich berechnet. Wir wollen jetzt aber im Frequenzbereich berechnen und diese Frequenzbereichsanalyse heißt hier AC, Analyse Alternating Current, Wechselstromanalyse. Und hier kann man jetzt eine Amplitude und Phase eingeben. Die Amplitude sind die 250 Volt und die Phase sind 90 Grad. Ja, steht nicht so richtig da, in welcher Einheit das passieren soll. Wenn man in der Hilfe nachguckt, stellt man fest, dass das Grad sind. Okay, dann sieht man, dass diese Information hier mit auftaucht. Und genauso können wir es für die zweite Quelle machen und hier einfach die 108,27 eingeben. Als Komma muss man, weil das natürlich ein amerikanisches Programm ist, einen Punkt benutzen. So, jetzt haben wir das schon ziemlich genau so nachgebaut. Jetzt könnte man hier oben natürlich mal versuchen, auf diesen Run-Button zu drücken, um das Ganze zu berechnen und zu simulieren. Und jetzt wird halt gefragt, was möchte man überhaupt berechnen? Und das, was wir eben nicht machen wollen, ist nicht dieses Transiente. Wir wollen nicht im Zeitbereich rechnen. Wir wollen diese Wechselstromanalyse machen. Und wir wollen das für genau eine Frequenz machen. Und diese Frequenzen kann man zum Beispiel also als Frequenzdurchlauf mehrere Frequenzen in einer Frequenzoktave oder Dekade oder linear gestufte Frequenzen. Wir wollen das für eine Liste machen und diese Liste soll man nur eine Frequenz umfassen. Und diese Frequenz muss jetzt natürlich eine Frequenz sein. Das Omega hier drüben ist ja gleichzeitig 2 mal Pi mal F. Also kriegen wir das F auch raus als Omega durch 2π. Und das Omega ist ja 1, also ist unsere Frequenz halt 1 durch 2π Hertz. Also eigentlich müssten wir drüben mal noch die Einheiten ergänzen. Das ist Hertz und das ist 1 durch eine Sekunde.
Das ATSpice kümmert sich aber nicht um Einheiten, das nimmt halt immer an, dass das Basiseinheiten sind, also Hertz. Und genau dementsprechend können wir jetzt ja auch wieder 1 durch 2 durch Pi eingeben. Und damit dieser ganze Ausdruck ausgewertet wird, muss man den jetzt nochmal in geschweifte Klammer packen. So, und dann kommt eine Fehlermeldung, die einem sagt, dieser Schaltkreis hat keine verbindende oder keine Verbindung zur Masse und wir sollen bitte mal einen Knoten als Masseknoten berücksichtigen. Das, was hier im Hintergrund passiert, wenn dieses Netzwerk berechnet wird, ist eigentlich eine Knotenspannungsanalyse bzw. eine modifizierte Knotenspannungsanalyse. Und der erste Schritt für die Knotenspannungsanalyse ist ja einen Bezugsknoten festlegen. Und dieser Bezugsknoten, den muss man hier auch festlegen, indem man den als Masse, als Ground definiert. Dazu braucht man dieses Ground-Symbol. Das müssen wir jetzt hier nochmal mit einem Wire verbinden. Und können nochmal probieren, das zu simulieren mit dem Run-Knopf. Und jetzt passiert was. Und das sieht auch relativ gut aus. Das, was jetzt hier berechnet wird, sind eben die Spannungen an den jeweiligen Knoten. Wo diese Knoten sind, können wir gleich nochmal drüber nachdenken. Und es werden die Ströme berechnet durch die Bauelemente. Und jetzt können wir gucken, der Strom durch die Kapazität C1, der soll 15,08 Ampere groß sein und mit einem Phasenwinkel von 11,26 Grad. Das entspricht ziemlich genau dem, was hier drüben steht. Der Strom durch die Induktivität sind 9,99, also ungefähr 10 Ampere mit einem Phasenwinkel von minus 9,4 Grad. Das entspricht ziemlich genau dem, was dort drüben steht. Und der Strom durch den Widerstand sind 6,74 rund Ampere und minus 137 Grad als Phasenwinkel und das entspricht dem, was hier drüben steht. Dann werden auch noch die Ströme durch die Quellen angezeigt. Der Strom durch die Quelle UQ1 ist natürlich genauso groß wie der Strom durch den Widerstand R. Also bei V1 haben wir genau das gleiche wie dort, aber mit einem anderen Phasenwinkel, nämlich genau um 180 Grad verschoben. Das Programm ATSpice zeigt nämlich die Ströme durch die Quellen so an, dass die Stromrichtung genauso ist wie die Richtung von dem Spannungspfeil. Also der Strom, der hier in dieser Zeile berechnet wird, ist nicht der Strom I1 hier, sondern der Strom, der nach unten zeigen würde. Und genauso wäre das eben der Strom, der durch die Quelle nach unten zeigt im Schaltbild. Der ist vom Betrag her natürlich genauso groß wie der Strom durch die Kapazität, aber hat gegenüber diesem Phasenwinkel eben auch einen Unterschied von 180 Grad. So, und diese Spannungen, die hier noch auftauchen, sind die Spannungen an den jeweiligen Knoten, am Knoten 1, am Knoten 2 und am Knoten 3. Und um zu gucken, wo diese Knoten sind, muss man jetzt mal dieses Fenster zumachen und hier drauf gehen. Und dann sieht man hier ganz unten in der Statusleiste, das ist eben genau der Knoten 2, das hier oben ist der Knoten 1 und das hier in der Mitte ist der Knoten 3. Und an diesen Knoten hat man eben dann die und die Spannung. Am Knoten 2 zum Beispiel, das war ja genau dieser Knoten hier, hat man natürlich genau die Spannung, die die Quelle UQ1 oder hier die Quelle V1 dort entsprechend vorgibt. So, jetzt ist dieses Netzwerk in der T-Space fertig berechnet, was man jetzt natürlich hier mal dann ganz gut machen kann, nachdem man jetzt geprüft hat, dass man die Werte der Bauelemente, die Frequenz und so weiter alles korrekt eingegeben hat, ist, man kann natürlich, was von Hand jetzt schwierig ist, aber hier jetzt kein Problem ist, mal verschiedene Frequenzen rechnen. Also nochmal dieses Kommando ändern und sagen, wir möchten jetzt eben mal zwischen einem Hertz und 100 Hertz mit 20 Frequenzen pro Dekade das berechnen. Klicken auf Simulieren und könnten uns jetzt zum Beispiel diesen Strom IL3 hier hinten oder I3, der durch die Induktivität fließt, in Abhängigkeit von der Frequenz als Betrag und Phase anzeigen lassen. Und der macht das jetzt hier in so einem Bode-Diagramm mit einer Skalierung des Stromes in Dezibel,
wir kommen jetzt vielleicht besser mit der Anzahl klar, wenn das jetzt mal linear ist. Und dann sieht man, dass der Strom über der Frequenz jetzt hier zum Beispiel abnimmt vom Betrag her und vom Phasenwinkel sich gegen 90 Grad nähert.